Ein Fall um eine vermisste Frau kommt jetzt auf Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer und Kriminalkommissar Rocco Sturm zu. Was ist das denn? Was ist das denn? Warum seid ihr so aufgeregt? Ja, ganz ruhig. Warum seid ihr so aufgeregt? Ja, aufgeregt ist ja nur einer, das sind Sie. Ja, alles ist gut. Klaus Schäfer erfährt, dass der Angreifer der ehemalige Schwager der Autofahrerin ist. Die junge Frau beschuldigt den Mann, ihrer Schwester etwas angetan zu haben. Meine Schwester ist verschwunden seit gestern. Ihre Daniela Schwester. Sophie Fürst. Ich bin total durcheinander. Ja. Und dieses Schwein ist ihr Ex-Mann. Und die sind seit 2 Jahren getrennt. Ja. Was hat er gestern mit zu tun? Er hat sie bedroht. Er hat gesagt, er will sie treffen. Aber wenn sie getrennt sind, dann sind sie... Sie haben einen gemeinsamen Sohn. Ja. Lars, der ist 9 Jahre, der hat übermorgen Geburtstag. Ja. Und er will ihn unbedingt sehen, er darf aber nicht. Er hat so eine einstweilige Verfügung, oder wie es heißt. Und er darf nicht an ihn ran. Jetzt hat er ihr bedroht, ich habe das alles auf Handy. Und sie wollte sich mit ihm gestern Abend treffen, wollte es klären. Und jetzt ist er weg. Weg ist er, du hast sie weg! Wieso ist sie weg? Haben sie versucht zu erreichen? Wieso sah das aus, als ob jemand anhört? Sie ging da dran. Nach Aussage der jungen Frau wollte ihr Ex-Schwager sie davon abhalten, zur Polizei zu fahren. Deshalb stellte er sich ihr in den Weg. Die Ermittler müssen in Betracht ziehen, dass die Schwester Opfer eines Verbrechens wurde. Ihre Schwester ist beruflich was? Sie hat eine mobile Fußpflege. Foodcare to go in der Schifferstraße. Sie wollte sich gestern mit ihm treffen und hat gesagt, sie hat die Schnauze voll, dass er sie jedes Mal bedroht. Wie heißt der Ex-Mann? Jerome. Ah, ja. Der ist Türsteher, das ist so ein richtiger Assi, der hat sie geschlagen früher, hat alles. So, wir haben jetzt schon überprüft, den Herrn Beike. Ja. Der Ex-Mann der Schwester ist wegen diverser Delikte vorbestraft. Die Kommissare vermuten, dass er etwas mit dem Verschwinden der Schwester zu tun haben könnte. Auch die Aussage der Melderin spricht dafür. Sie hat mich gestern angerufen und hat gesagt, ob ich auf den Lars aufpassen kann, auf ihren Sohn, damit sie sich mit diesem Jerome, mit ihrem Ex, treffen kann. Das habe ich dann gemacht. Ich bin natürlich nach der Arbeit hingefahren, habe ihn zu Bett gebracht. Sie hat mir eine Sprachnachricht sogar geschickt, wollte ihn treffen. Wissen Sie wo? Irgendwo am Hafen, irgendwas, in irgendeinem neutralen Ort. Und ich habe ihr noch gesagt, das ist ein Fehler, mach's nicht, weil er hat sie früher geschlagen und deswegen hat sie diese einstweilige Verfügung überhaupt bekommen, dass er sich dem Kind nicht nähern darf. Und er hat in 2 Tagen Geburtstag, da wird er 10. Ja. Und er hat ihn jetzt schon 2 Jahre sind die getrennt, 2 Jahre nicht mehr gesehen. Okay. Und ich hab schon so ein Gefühl gehabt, dass der irgendwas... Nur die Frage ist ja, was macht der hier? Ich hab ihn dann angerufen, weil sie nicht sie da haben war. Ihn angerufen. Ich wusste, dass er... Entschuldigung, ich muss gerade sortieren. Ja. Ich wusste, dass er sie trifft. Und dann kam sie nicht heute Morgen. Der Lars hat gesagt, wo ist meine Mama? Sie ist nicht da. Dann bin ich in der Wohnung rum und sie war nicht da. Ja. Und dann habe ich gesagt, sie kann ja nur, weil sie sich mit dem Jerome getroffen hat beim Jerome. Das ist sie, oder? Ja. So. Ja. Welche Handynummer hat denn ihre Sophie? Können Sie mir da sagen, welche Nummer ihre Schwester hat? Die Vermisste soll durch eine Handyortung ausfindig gemacht werden. Sie hatte ihrer Schwester eine Sprachnachricht ihres Ex-Mannes weitergeleitet. Darauf zu hören, eine Drohung. Ja, so. Ich meine es ernst, Sophie. Ich komme auf jeden Fall zu Lars' Geburtstag. Wenn du noch irgendeine scheißrichterliche Verfügung kann mich davon abhalten, meinen Sohn zu sehen. Komme ja nicht in die Quere. Und er hat sie immer geschlagen. Deswegen, das ist ein ganz, ganz schlimmer, brutaler. Darf ich das Handy gleich mal haben? Das ist sie. Okay. Und sie ist seit gestern nicht mehr gekommen und der Lars, der Kleine, ist heute Morgen aufgewacht. Ich habe total gepennt. Wollen wir mal anrufen, ob sie rangeht? Oder? Klaus Schäfer erreicht die Vermisste nicht. Rocco Sturm kontaktiert den Arbeitgeber der Frau. Doch in der Firma hat sie seit dem Vortag niemand mehr gesehen. Die Ermittler vernehmen jetzt den Ex-Mann der Gesuchten. Ihre Strategie? Direkte Konfrontation. Was ist das für eine Nummer gewesen? Was ist das für eine Nummer? Ich wollte ihr das Geschenk übergeben, dass sie das meinem Sohn das Geschenk übergeben. Überreichen kann. Wem ich darf es ja nun nicht mehr. Das durften sie ja vorher auch schon nicht. Ja. Oder sind Sie der Meinung, dass Sie es vorher auch durften? Sie kennen den Weg ja. Per Post kann man das zustellen. Das wollte ich aber gerne mit meiner Frau klären. Meiner Ex-Frau, Entschuldigung. Ja. Gibt's aber nicht zu klären. Es gibt eine Verfügung. Haben Sie ein Kind, was irgendwo, wo Sie gerne zu... Haben Sie eine richterliche Verfügung, ein Verbot, sich Ihrer Ex-Frau anzunehmen? Steht auf dem Papier, ein Scheißkram drauf.
Davon hält mich keiner ab, mich meinen Sohn an seinem Geburtstag einmal kurz zu sehen, für 5 Minuten ein Geschenk zu übergeben. Das kann man ja, dass ich einmal in lachende Kinderaugen sehen kann. Ja? Und meine Ex-Schwägerin versaut mir das. Ja? Dann möchte ich sie mal sehen, wenn sie in der Lage wäre. Fangen wir mal von vorne an. Sie wollten sich mit Ihrer Frau treffen. Wo wollten Sie sich treffen? Im Innenhafen. Lokal? Ja, ein Lokal. Hafenbar haben wir uns früher getroffen. Ja. Wann? 8:30. 20:30 Uhr. Haben Sie vorher mit ihr telefonischen Kontakt gehabt? Sie hat mir noch mal eine Nachricht geschickt, irgendwie um kurz vor 7:30, dass sie sich um eine Stunde verspätet. Hat sie mich schon mal versetzt. Und nachher kam sie gar nicht mehr. Also es sollte 8:30 sein, es sollte jetzt aber, da sie angerufen hat, sollte es 21:30 Uhr sein. Und dann hat sie sie versetzt, ist das richtig? Dann hat sie mich noch mal versetzt, genau. Okay. Und zwar kam das heißt, sie, hat sie auch nicht sie mehr. Sind, sie sind in dem Laden gewesen, man kann also, wenn man da hingehen kann, kann man sie bezeugen, dass sie derjenige waren, der da gewartet hat, richtig? Kennt man mich, ja. Streifenbeamte sollen die Aussage des Mannes bei dem Personal der Bar überprüfen und seine Wohnung nach der Vermissten durchsuchen. Es gibt aber auch Indizien, die gegen ihn als Täter sprechen. 19.24 Uhr hat sie es gesendet. So, kommen wir eine Stunde später. Ja gut, aber das heißt ja, dass es ihr Handy war. Ja, der gute Mann hat sich ein Alibi verschaffen wollen. Er gab an, eine Nachricht von seiner Ex-Frau bekommen zu haben. Diese Nachricht befindet sich hier auf diesem Handy. Lies einfach mal vor. Ich komme eine Stunde später, weil ich noch zu einer Kundin muss. Ich will das Thema heute mit dir auf jeden Fall klären. Das ja, ist ein Indiz. Es befreit ihn noch nicht davon, dass er mit dem Verschwinden seiner Ex-Frau etwas zu tun hat. Aber es ist ein Indiz, dass dahinter sich unter Umständen auch jemand anders stecken könnte. Du bringst ihn runter oder bringt ihn runter in die Zelle und dann kann er unten noch die Handschellen abbekommen haben. Aber er bleibt so lange unser Kunde. Alles klar. Ja, sehr okay. Großzügig. Ja. Ja, dann müssen Sie jetzt Seien Sie froh. Seien Sie froh. Wir arbeiten ja auch für Sie. Also wenn das rausstellt, dass Sie es nicht gewesen sind, können Sie glücklich sein. Selbstredend. Gut. So. Gibt es in der Schifferstraße irgendwelche Kontaktadressen? Wie meinen Sie das? Dass Ihre Schwester da irgendwie noch jemanden kennt, hat, Freund, Ich weiß Freundin. Nur, dass sie eine Stammkundin hat, die irgendwie regelmäßig bei ihr ist, die so eine ältere Frau, die ist ein bisschen komisch, weil die hat immer so seltsam spontan, macht die da Termine. Iris heißt die, glaube ich. Das Weihwald, von der erzählt sie öfter. Iris, das ist so eine ältere, aber ich finde die komisch. Die Ortung hat ergeben, dass das Handy zuletzt um 19.29 Uhr an einem Mast in der Schifferstraße Ecke Amselweg im Grunde genommen eingeloggt war. Seitdem ist es ja nicht mehr an. Das heißt, es sind schon ein paar Stunden vergangen. Nur dort ist das Handy zuletzt benutzt worden. Du hattest ja vorhin mit denen gesprochen. Mhm. Die haben dir gesagt, sie ist mittags rausgegangen aus ihrem Laden. Und dann ist sie dann nicht wieder hingefahren. Genau. Was macht sie dann in der Schifferstraße? Die Kommissare vermuten nun, dass nicht der Ex-Mann, sondern die Kundin hinter dem Verschwinden der Schwester steckt. Rocco Sturm erfragt deshalb bei dem Arbeitgeber der Vermissten die exakte Adresse der Frau. Iris Schulz, Schifferstraße 22. Gut, vielen Dank, ja? Wieder, jo, tschüss. Ja, wir haben eine Stammkundin in der Schifferstraße 22. Tobi, ja. einmal das volle Programm für die Dame. Frau Iris Schulz, die hat sogar ihre Privatnummer, ne? Also dann passt das hier mit immer außerhalb des Dienstes Termine machen. Einzige Chance, was wir hinfahren. Ja. Könnte die letzte Kundin gewesen sein. Noch ist fraglich, was der Gesuchten zugestoßen ist. Von unterwegs ermitteln die Kriminalbeamten, dass auch der Sohn der Kundin an der Adresse gemeldet ist. Am Wohnhaus angekommen, werden die Recherchen der Kriminalisten jedoch behindert. Schulze. Aber zweimal. Hat er schon gesagt, wer gewichtet wohnt? Du, ich nehme beide. Na, Sie und Norman. Hat er was gesagt? Wie kommt ihr hier? Ja, bitte? Ah. Frau Schulz, wir würden ganz gerne mit Ihnen unterhalten. Worüber? Können Sie das mal halten? Ja, nein, ich habe da keine Zeit jetzt. Tut mir leid. Ja, kommen Sie doch bitte mal an die Tür. Kommen Sie bitte mal an die Tür. Hä? Was war das denn für eine Nummer? Ich kann doch nicht das Fenster hier zumachen. Ja, komm. Die Tür auf. Das gibt's doch. Nee. Pass du mal bitte auf die Tür hier vorne auf. Die Kommissare nehmen an, dass die Frau etwas vor ihnen verbergen will. Zu Recht, wie sie noch herausfinden. Ah, da ist sie ja schon wieder. Frau Schulz, machen Sie mal die Tür auf! Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn so? Guck mal, was da liegt. Was denn?
Mit der Handtasche und ein Dings. Jetzt müssen wir gleich mal reingehen. Die Jacke. Die Jacke. Die Jacke haut von dem Foto. Die haut schon wieder ab. Das gibt's doch gar nicht. Ey. Hier ist noch eine Tür. Oh, hier geht's rein. Frau Schulz! Frau Schulz! Hier ist die Polizei! Polizei! Das gibt's doch gar nicht. Guck dir das an. Hier. Das ist die Jacke. Norman. Hier, Frau Fürst. Norman. Ausweis. Frau Schulz! Norman, pass auf! Die Polizei ist im Haus genommen. Pass Frau auf. Schulz, was machen Sie? Frau Schulz, was machen Sie? Hier? Was machen Sie? Nehmen Sie weg. Bringen Sie weg ins Kleinwagen und kommt weiter nach. Norman? Das gibt's doch gar nicht. Sicherheit, also einer muss doch hier sein. Da Norman, sie hat ja Norman gerufen. Ja, ja. Norman, hier ist die Polizei! Norman? Ist keiner. Sicher? Norman, hier ist die Polizei! Person! Verschwinde! Nimm das Messer weg! Den tatverdächtigen Norman haben wir im Keller dann mit einem Messer vorgefunden, mit dem er auf uns losgegangen ist, beziehungsweise es vor uns gehalten hat. Da dürfen wir dann auch nicht lange überlegen. Messer ist gefährlich. Das sind eingespielte Taktiken mit den Kollegen. Da wird dann abgelenkt. Einer macht den Zugriff, nachdem derjenige dann zum Beispiel wie in dem Fall mit Pfefferspray bearbeitet wurde. Und dann muss schnellstmöglich das Messer weg. Anders ging es in dem Moment nicht. Völlig falsch wäre da ranzugehen, ohne ihn vorher abzulenken bzw. mit Pfeffer zu bearbeiten. Gegen Messer hat man im Nahkampf verloren. Sophie! Ganz ruhig, wir sind von der Polizei. Ganz ruhig, ganz ruhig. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ganz ruhig. Das Motiv des Täters wird den Kriminalpolizisten schnell klar. Er scheint von seinem Opfer besessen zu sein. Die Kommissare wollen die junge Mutter untersuchen lassen, doch zunächst gilt es, sie zu beruhigen. Einfach mal hinsetzen. Wo ist mein Sohn? Ihr Sohn ist bei ihrer Mutter, bei ihrer Schwester in Sicherheit. Alles. Die Familie ist zusammen. Keine Sorge, wir haben sie gerettet. Was? Erzählen Sie mal, was ist passiert? Ich bin hierher gekommen. Ja, ganz ruhig. Wolltest du mal Blut? Frau Schulz war eigentlich immer eine gute Kundin von mir. Ich hätte es nie gedacht, dass sowas passieren könnte. Sie wollte kurzfristig noch einen Termin haben und da habe ich natürlich zugesagt. Und als ich da hier ankam, war ihr Sohn auch da. Aber den kennen Sie doch auch, oder? Der hat schon immer so eklige Hammerversuche gestartet. Aber ich hätte ihm sowas nie zugetraut. Und er hat mich in den Keller gesteckt. Und hat mir gesagt, wie sehr er mich liebt. Ich messe mal kurz Blut, ja? Eine langjährige Kundin von mir. Nee. Sicher? Ja, natürlich. Sicher. Also, bitte pack es ins Auto. Ja. Ist ja pervers. Scheiße. Hat er mit Ihnen das gemacht? Hat er sie ausgezogen? Ja, na klar. Hat er sie angefasst? Nein. Bei Klaus Schäfers Befragung des Täters wird deutlich, wie krankhaft das Handeln des jungen Mannes ist. Was war das für eine Nummer, Herr Schulz? Sophie erkennt nicht, dass sie nur mir gehört. Okay. Kann es sein, dass Sie ein bisschen verschroben sind? Nein. Dass man Liebe mit Gegenseitigkeit macht und nicht einseitig? Das scheint sehr einseitig zu sein. Sie weiß es doch noch nicht. Nee, sie braucht ihre Chance. Ja, mit Knebeln und Fesseln, oder wie? Oder wie heißt das? Anders lernt sie es doch nicht. Anders erkennt sie es nicht. Ein Gutachter soll den Täter auf seine psychische Gesundheit und Schuldfähigkeit überprüfen. Jetzt gilt es zu klären, inwieweit seine Mutter an dem Verbrechen beteiligt ist. Haben Sie das eingefädelt? Nein, natürlich nicht. Ich wollte ihm doch nur ein bisschen helfen. Er ist doch so verliebt und er tut doch nichts Böses. Er hat auch keine bösen Knebeln Absichten Fesseln, gehabt. Knebeln und Fesseln hat was mit Verliebtsein zu tun, ja, und ist was Schönes. Es tut mir leid, aber er hat wirklich keine bösen Absichten gehabt. Aber Sie haben sich daran beteiligt. Sie haben uns nicht reingelassen. Sie haben ganz genau. Ich liebe meinen Sohn doch. Ich liebe meinen Sohn über alles. Ja, dann hätten Sie ihn zum Arzt bringen müssen, weil diese Liebe ist ziemlich krank. Ja. Hätten Sie andere Maßnahmen treffen müssen. Für die Fußpflege haben Sie auch jemanden engagiert. Dann hätten Sie auch für seinen Kopf jemanden engagieren können. Ja, ich dann wären Sie vielleicht, dann hätten Sie vielleicht es was Besseres mir getan. Tut mir leid, wirklich. Ja. Wir müssen das Ganze noch klären. Sie müssen mit zur Wache. Die Frau kann eine Freiheitsstrafe erwarten. Ein Gutachter bescheinigt ihrem Sohn eine psychische Krankheit. Dennoch wird der Täter wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Ex-Mann der Geschädigten ist damit entlastet. Er hält sich nun an den richterlichen Beschluss.